Also ich freue mich heute ganz besonders, einen speziellen Gast hier zu haben für das Kulturmagazin Spirit, ein Lächeln im Sturm und mein Format bei YouTube, Gentlemen Among Themselves, The Spirit Meets Christian Brückner, auch The Voice genannt. Lieber Christian Brückner, wie nah ist Ihnen eigentlich das Dschungelbuch? Haben Sie das auch als Kind schon gelesen, unabhängig jetzt von den Disney-Verfilmungen? Habe ich nicht. Also da... Als ich das letzte Mal mein Dschungelbuch, das Rowold-Bändchen da mit dem schönen Titelbild, ist beim letzten Umzug verloren gegangen. Was mir tatsächlich leid tut, aber vielleicht taucht es auch beim nächsten Umzug wieder auf. Könnte ja auch sein. Das ist jetzt sozusagen ja meine letzten Endes Dschungelbuch-Premiere, denn ich hätte das sicher nie gemacht jetzt als Hörbuch oder so. Finde aber diese Kombination, sprich mit der Musik, also überraschend gut, wirklich überraschend gut. Und finde vor allem gut, dass bei aller universellen und universalen Dominanz Walt Disney nicht das letzte Wort hat, sondern dass wir noch ein kleines Wörtchen mitsprechen und offenbar das Publikum auch daran Spaß findet. Noch sind es ja, warte mal, das ist die dritte, also drei, vier, ist egal, im letzten Jahr haben wir es gemacht, auch die Premiere. Und ich wäre jetzt froh und würde mich sehr freuen, wenn es ein bisschen, was heißt Wellen schlägt, also jedenfalls, wenn es noch zu einer ziemlichen Aufführungsserie käme. Finde ich sehr gut. Sie haben das eben schon erwähnt und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Mit der Musik funktioniert das sehr gut, weil es halt nun gerade nicht das Disney-Süßliche hat, sondern eben Kipling im Original halt näher kommt. Also düster, auch rhythmisch sehr forciert. Ne? Und ich hatte es vorhin schon gesagt dem Komponisten und Ihnen ja auch kurz erzählt, aber sage ich es jetzt hier nochmal auch in die Kamera, als das Duduk erklang, das armenische Instrument, weil ich Armenier bin, dann hatte ich Tränen der Freude auch in den Augen. Und das passt halt aber auch sehr gut in diese Dschungel. Atmosphäre. Weil Sie sagten, Sie hätten es alleine jetzt nicht aufgenommen. Kollege Peter Fitz, leider verstorben, hat ja mal für die Deutsche Grammophon Elemente aus dem Dschungelbuch eingelesen. Und viele vergessen ja, dass das Dschungelbuch halt nicht nur Mowgli ist, sondern es ist ja ein ganzer Bund an verschiedenen Geschichten. Wie bewerten Sie, haben Sie die anderen auch mal gelesen? Nee, habe ich nicht. Und deswegen, also ich muss jetzt wirklich gucken, nachdem ich ja doch in eine, muss man schon so sagen, nähere Beziehung wieder zu dem Ding getreten bin. Ich werde mir das wieder besorgen, unbedingt, und den Rest auch noch lesen. Die Übersetzung war ein bisschen altbacken jetzt bei Rowold, muss ich so sagen. Aber es ist egal, das nehme ich auch in Kauf und werde nicht unbedingt deswegen eine andere kaufen oder machen. Aber es ist schon wirklich eine interessante Geschichte. Es ist ja, ob man das so sieht oder nicht, oder sehen will oder nicht, es ist ja natürlich auch das Kolonialismus-Thema, sagen wir mal, wölbt sich da so ein bisschen drüber. Und das ist ein interessantes Buch geblieben und es ist gleichzeitig ein sympathisches Buch und diese Mowgli-Figur ist natürlich, ja, also nimmt einen schon sozusagen immer noch mit. Und mit mitnehmen meine ich, man mag immer noch mit ihm den Dschungel kennenlernen. Sie haben ja nun mit Ihrer wundervollen Stimme das sehr facettenreich vorgetragen. Haben Sie eigentlich persönlich eine Lieblingsfigur aus dem Dschungelbuch? Naja, natürlich der Knabe, das ist schon klar. Und ich kann das schwer sagen. Es ist mir vielleicht sind es, weil ich selber inzwischen doch recht alt bin, vielleicht sind es sogar die Eltern Wolf, die mir sehr ans Herz wachsen, indem sie da oder so wie sie auch am Schluss nochmal auftauchen und diese ganzen Geschichten nicht resümieren, aber doch über der Geschichte stehen gewissermaßen. Und
als Nebenfiguren, als Seitenfiguren das doch begleiten und auf eine ganz, ganz sozusagen wölfisch-humane Art einrahmen, nennen wir es so. Das haben Sie sehr schön formuliert. Ich erinnere mich gerade auch noch an meine Lieblingsaufnahme überhaupt aller Zeiten, für mich persönlich von Ihnen. Das ist halt der selbstsüchtige Riese und der glückliche Prinz. Das haben Sie ja damals in der Einleitung mit Ihrem Sohn, ne, soweit ich mich erinnere. Für Schwann war das noch, glaube ich, gewesen, oder? Ja, ich bin nachher zu Schwann gegangen. Es war vorher ein noch kleinerer Verlag. Gott, wie hießen die? Komme jetzt nicht. Ich habe die Schallplatte noch, also ich habe das als Schallplatte. Ja, ja. Also es ist dann in was anderem wieder aufgegangen, das ist bei Schwann. Genau, und da gab es aber mehrere Platten eigentlich damals? Ja, so. Und war das dann immer mit der Einleitung mit Ihrem Sohn? Oder nur bei der selbstsüchtigen Riese und Happy? Also das war nur in dem Fall. Das passt aber total schön. Ne? Und dann noch mit der Musiküberleitung. Also das hat man ja so ein bisschen, was Sie fast jetzt heute gemacht haben, weil das ja auch, also für Erwachsene, für Kinder, für Jugendliche, jeder kann was draus ziehen, auch mit Musik. Ne? Und das darf man ja wohl sagen, Sie sind auch, glaube ich, ein großer Jazz-Fan. Ne? Insofern kam Ihnen das ja bestimmt heute auch entgegen. Ich mag das wahnsinnig. Ich liebe es. Ich meine, ich bin ja oft auf der Bühne und oft auch mit Musikern jeder Couleur, also auch viel mit Klassik und so. Aber da, wo man so ein bisschen mitmachen kann mit den, oder möchte, jedenfalls mit den Füßen und sonst wie, auch körperlich mit dabei sein, das sind schon Sachen, die ich sehr liebe. Und also so heute Abend, das ist schon das richtige Ding für mich vom Klima. Wann haben Sie eigentlich selber realisiert, dass Sie eine ausdrucksstarke und besondere Stimme haben? Oder wurde Ihnen das irgendwie nahegelegt? Weil Sie haben ja Schauspiel studiert, aber auch Sprachausbildung oder Sprechausbildung besonders gemacht, ne? Ja, das habe ich sehr, sehr intensiv gemacht, diese sprechtechnische Ausbildung. Und ich habe das erst wirklich peu à peu erkannt, nach vielen, vielen, vielen Jahren der Berufstätigkeit mit Stimme vor allem. Es hat mir ganz lange auch keiner gesagt, ich vermute schon ein bisschen, oder sagen wir so, ich habe mich am Anfang sehr gewundert oder nach einer Weile gewundert, wie viele Aufträge ich so kriegte, gewissermaßen aus dem Nichts. Aber ich war einfältig genug, mich ein bisschen zu wundern, aber mir weiter nicht so viel zu denken. Also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich herausfand, meine Stimme ist ein bisschen schräg, bisschen anders, bisschen eigen. Aber dennoch, Sie haben ja schon also mit Anfang, Mitte 20 angefangen, Warren Beatty in Bonnie und Clyde. Ich weiß auch, in Z haben Sie auch gesynchronisiert, Z von Costa Gavroth, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und der Lieblingsfilm meines Vaters. Wunderbarer Film, unglaublicher Film. Genau, Mensch, ja, Bonnie und Clyde. Der ist neulich wieder gelaufen, habe ich gesehen. Und ich habe ihn nicht gesehen, ich habe es hinterher erst gehört. Und jemand sagte mir, das fand ich dann sehr schön, denn ich war 24, weiß ich noch. Und das war die erste Riesenrolle. Und da sagte der das gesehen hatte, vor, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Monaten im Fernsehen, hat Bestand. Absolut. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil das ist ja so ein, das ist schon so ein Lob, wo du sagst, dann hast du das gut gemacht. Da haben auch andere Sachen Bestand, aber heute will ich gar nicht auf das, was die meisten natürlich an Ihnen schätzen, den Robert De Niro, die Synchronisation zu sprechen kommen, sondern für mich sind Sie eigentlich eher auch ein Sprecher von Science-Fiction-Literatur. Ich habe so viele tolle WDR-Hörspiele mit Ihnen gehört. Können Sie sich eigentlich an alle erinnern oder nur an besondere Aufnahmen? Wie ist das eigentlich, wenn man so viele Hörspiele aufgenommen hat? Ich kann mich bestimmt nie an alle erinnern. Also ich will jetzt das nicht verleugnen, dass ich die meisten oder mich an die meisten sehr wohl erinnere. Ich habe auch eigentlich jahrzehntelang habe ich gewissermaßen Notizen und mein Notizbuch geführt über
die Titel der Aufnahmen, die ich gemacht habe, also da habe ich, das ist tatsächlich archiviert. Es ist, also diese Arbeit insgesamt für mich immer wichtig gewesen, hat eine große Bedeutung. Hat es bis heute letzten Endes, denn ich habe den Spaß daran nicht verloren. Das sage ich jetzt mal ganz ernsthaft und ganz in vollem Ernst. Ich habe den Spaß daran nicht verloren und diese Form der Arbeit, die sich natürlich, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, denn ich gehe vorher zum ersten Bier. Freuen Sie. Diese Arbeit hat auch ihre Wichtigkeit überhaupt nicht verloren, nicht eingebüßt für mich. Und sie ist doch etwas geblieben. Ich zögere jetzt so lange, obwohl ich genau weiß, was ich sagen will. Ich will nämlich nur einen Satz sagen. Sie ist gleichzeitig etwas geblieben, was mir viel Befriedigung gegeben hat. Und heute, wo ich das wirklich mit diesem großen Abstand sehe und jemand sagen kann, ja, hat Bestand, auch stolz. Berechtigterweise. Haben Sie eigentlich auch einen Sprecher als Vorbild? Bei mir ist es Oskar Werner. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie auch Vorbilder als Sprecher? Es hat es gegeben, Oskar Werner groß, ganz klar. Es gab Horst Kasper. Es gab jemanden, der eher so als alter Knöterich, aber ganz grandios war, Erich Ponto. Auch Wiemann habe ich sehr geschätzt, letzten Endes. Wen ich mal geschätzt habe und dann nicht mehr, werde ich alles nicht sagen, die will ich nicht weiter erwähnen. Aber es gibt, ja, die waren aber nicht eigentlich Vorbilder, sondern, also nicht Vorbilder im Sinne von, das will ich auch oder das will ich auch so, sondern die waren einfach unerreichbar, die bewegten sich sozusagen in himmlischen Höhen und in ihrem eigenen Kosmos, da will ich nie hinkommen, aber es sieht so aus, als hätte ich irgendwie dieselbe Umlaufbahn dann doch. Man fragt viele Schauspieler immer nach dem Unterschied Film- und Theaterarbeit. Aber wie sieht es bei Ihnen, das will ich gar nicht wissen, sondern ist es der Unterschied Hörbuch und Hörspiel? Kann man da auch sagen, den Unterschied, was Ihnen näher ist? Weil ich meine, beim Hörbuch, klar, da sind Sie ganz alleine verantwortlich. Und das Ensemble ist natürlich nochmal ein schöner Gedanke, den es vielleicht heute gar nicht mehr gibt, weil auch viel geixt wird. Ne? Das sind, ja klar. Diesen Unterschied mache ich nicht. Ich kenne nur diesen Kosmos, in dem das alles sich befindet und aufbewahrt ist und gewissermaßen, du gehst ran und gehst rein. So. Also für mich auch einer der Favoriten ist, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Krieg der Welten, das haben Sie auch in der deutschen Fassung gemacht, das ist, finde ich, ganz toll. Das weiß ich, also dem bin ich nicht wieder begegnet, aber gut, ich danke für den Hinweis, werde mich mal kümmern. Sollten Sie mal hören, ab und zu wird es ausgestrahlt. Ich glaube, es gibt es auch als CD, aber ich weiß, ich habe es auch nur immer aus dem Radio noch aufgenommen. Toll. Ja, es sind die Dinge, die aus einer weiten und langen Entfernung kommen und trotzdem irgendwie wieder auftauchen. Plötzlich ist da was oder wie gesagt, ja, guck mal, ist noch da. Wunderbar. Eben wurde ja auch ein Herr Brückner genannt, der ja gespielt hat. Ist das Ihr Sohn? Ja, das ist... Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber das ist nicht der Sohn von dem Hörspiel damals, mit dem, also der Lesung von dem selbstsüchtigen Riesen und dem... Nee, das war der andere. Das war der andere, weil das wäre natürlich auch toll gewesen. Ich habe noch eine Frage. Sie haben ja 3 Jahre in Amerika auch gelebt. Warum eigentlich, warum nur so kurz? Der Grund unserer Rückkehr war, dass wir hatten ja gar keinen Grund, dahin zu gehen. Es war ja völlig hirnrissig. Alle haben uns für bekloppt erklärt. Wir haben es gemacht und haben gesagt, wir bleiben ein Jahr. Und wenn das nicht klappt, schon, weil
weil die Ersparnisse gar nicht reichen. Zum Beispiel, wir hatten kein, da gab es kein Vorbild jetzt, sondern dann müssen wir halt wieder gehen. Und wir hätten wirklich fast gehen müssen, aber nur weil der eine Heimweh hatte und schlecht anwuchs da drüben. Und das, dann kam das, war das eine Jahr zu Ende und wir haben einen ganz schlichten und demokratischen Familienrat gehabt und uns um den Tisch gesetzt und gesagt, wir müssen bleiben, weil wir hier jetzt noch gar keine Freunde haben, wir können die Sprache nicht sonderlich gut und all so eine Sachen. Also mit dem Jahr ist noch nichts gemacht. Und so sind wir ein zweites Jahr geblieben. Und nach dem zweiten Jahr haben wir denselben Rat wieder gemacht. Und da haben dann die Kinder, also die, ja, haben gesagt, nee, sie wollen nach Hause. Dem haben wir uns gefügt, also 2-2. Ach so, meine Frau, naja, ist egal, war auch ein bisschen schwankend. Und ich muss natürlich sagen, ich war ein bisschen Advocatus Diaboli, denn um diese Zeit, ich habe da gearbeitet und ganz alle möglichen verschiedenen Sachen auch gemacht, aber ich habe damit nicht richtig Geld verdienen können und hätte damit nie die Familie ernähren können. Ich bin immer back and forth, also hin und zurück gegangen und habe dann hier Geld verdient und wir haben das da drüben aufgegessen. Also das waren die Gründe, zurückzugehen. Ich wäre gerne geblieben, aber es war nicht realistisch. Weißt, ich konnte mich unter dem Mantel und unter dem Schutzschild der anderen konnte ich sagen, naja, dann gehen wir halt wieder. Ich bedauere es bis heute. Noch eine Sache fällt mir ein. Sie haben bei der Gruselserie, glaube ich, auch jetzt gesprochen, bei der Heike Dine Körting in Europa. Ne? Und das ist, ich weiß noch, weil es ist auch eine Freundin von mir und ich hatte mit der auch also schon lange Interviews gemacht und das war noch in der Entstehungsphase, wo sie sagte, ja, den Christian Brückner muss ich unbedingt mal gewinnen. Ich muss mal was finden, was auch für ihn passt. Hat Ihnen sowas auch Spaß gemacht? Weil die machen ja, glaube ich, noch im Ensemble. Ja, ist doch witzig. Und sie hat das jahrelang es ging immer nicht. Also ich hatte schlicht keine Zeit und so. Und nun hat es geklappt und ich fand das ganz witzig und ganz lustig und auch völlig richtig. Dann muss ich da halt auch mal mitmachen und würde auch ein zweites Mal mitmachen. Und ich habe mich mit den Kollegen und mit ihr sowieso verstanden. Das ist gut. Hören sich dann auch immer das Endprodukt an, eigentlich ein fertiges Hörspiel? Nee, dazu bin ich nicht erzogen worden. Das klingt zwar komisch, aber es ist so, dass du ja, und ich habe unendlich viele Hörspiele ja gemacht in den 60, naja, vielleicht Endsicht, in den 70ern, genau. Das waren unendlich viele, aber du bekamst nie nach den Regeln der ARD, du bekamst nie die fertige Produktion zum Beispiel als Kopie. Das war eine Todsünde. Also die Tontechnikerin, die mir das kopiert hätte oder kopiert hat, die konnte gefeuert werden daran. Gut, okay. So waren die Dinge. Auf diese Art und Weise habe ich tatsächlich die Hörspiele, die ich gemacht habe, denn in dem Augenblick, wo das einmal ausgestrahlt wurde, war ich doch sonst wo. Erstens wusste ich sowieso nichts, zweitens ich war immer dran vorbei an diesen Dingen. Also das Endprodukt hat mich nie erreicht. Aber dann Jahre, Jahrzehnte später haben mir Freunde und Menschen aus den Rundfunkanstalten Dinge geschickt, also Kopien geschickt, die damals diese kleinen Kassetten und so. Die habe ich noch, die sind wahrscheinlich jetzt tonlos geworden. Ich weiß. Blind, wie man sagt, ne? Ja, irgendwie so. Abgenutzt. Und also, ja. Wunderbar. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben. Und, das war schön jetzt, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt, dass wir uns wieder begegnen. Das sage ich ganz einfach, gehört aber auch dazu, es ist so. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja. Ich würde mich sehr, sehr freuen.